Lokalderby in Bergisch Gladbach. Am 24. Spieltag der NRW-Liga ist der Tabellenzweite, die Fortuna aus Köln, zu Gast beim SV Bergisch Gladbach 09. Der SV 09 heute mit folgender Startformation. Nach langer Verletzungspause Daniel Jung wieder mit dabei. Dafür musste Trainer Lars Lese mit Andi Dreiner, Ferhat Kiskanc und Daniel Valdivieso fast seine komplette Defensive ersetzen. Für den grippeerkrankten Sven Forsbach heute Dustin Becker im Kasten der 09er. Weiterhin fehlte auch Tobias Balduan, der nach einem Muskelfaserriss in der Wade wohl den Rest der Saison ausfallen wird. Nach dem 1:1 im Hinspiel entschied sich Lars Lese, die Sache heute offensiver anzugehen und die Kölner gleich in der Anfangsphase konsequent unter Druck zu setzen. Die erste Chance des Spiels für die 09er in der 28. Minute, nach diesem Zufallsprodukt von Jürgen Heinrichs. Die Fortuna in der 35. Minute das erste Mal gefährlich vor dem Tor. In der nächsten Situation schickt Montabell seinen Kapitän Stefan Glaser. Doch das Schiedsrichtertrio aus Bergkamen entschied zu Recht auf Abseits. Die immer stärker werdende Fortuna machte Lars Lese zusehend nervös. 43. Minute, Freistoß für Köln. Und wieder Montabell mit dem Kopf. Jürgen Heinrichs kratzt den Ball so gerade noch von der Linie. Aufgrund der fehlenden Balljungen entschied sich das Schiedsrichtergespann gleich 3 Minuten nachspielen zu lassen. Fortuna drückte weiter und schaffte das 0:1 in der letzten Sekunde der ersten Hälfte. Torschütze Abdelkader Mawel. Heinrichs und Brüggemann ließen Mawel sträflich alleine stehen. Dustin Becker auf dem Weg in die Kabine. Er hatte sicher keine Schuld am Gegentreffer. Die Fortuna nahm den Schwung gleich mit in die zweite Hälfte. In der 54. Minute Gladbachs Torhüter Dustin Becker mit dieser Glanztat, nachdem Jürgen Heinrichs den Ball unglücklich abtropfen ließ. Gladbach bemüht, für Entlastung zu sorgen. Mit diesem Eckball in der 61. Minute, getreten von Ayet Shabani. Aber Daniel Jung in die dritte Etage. Lars Lese wechselte jetzt offensiv. Şükrü Arancı ersetzt Tim Hofstadt. Und anschließend kam dann noch Schilamow für Daniel Jung. Und die Fortuna nutzte den freien Raum. Michael Canizales entwischt Benjamin Germeroth, kann aber nicht verwerten. In der 78. Minute steht dann Montabell völlig frei vor Keeper Dustin Becker und vergibt leichtfertig die Entscheidung. Die 80. Minute, Freistoß für die Fortuna. Der lange Ball auf den eingewechselten Udraogo, der legt quer auf Montabell und es steht 0:2. Gut zu sehen in der Wiederholung, weder Udraogo noch Montabell mit einem direkten Gegenspieler. Bastian Volkert und Benjamin Germeroth sehen nur zu. Dustin Becker im Tor ohne Chance. In der 85. Minute versuchte es der Kölner Kapitän Stefan Glaser nochmal aus der Distanz. Es blieb jedoch beim 0:2. Damit die Kölner weiter im Anschluss an die Tabellenspitze und die Gladbacher mit dem zum Saisonende scheidenden Trainer Lars Lese müssen jetzt in den nächsten Spielen wieder dringend punkten, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern. Kapitän Uwe Brüggemann, Keeper Dustin Becker im Interview, sowie die beiden Trainer in der anschließenden Pressekonferenz. So, Kapitän Uwe Brüggemann im Hintergrund, feiern die Fans der Fortuna, 0:2 verloren hier. Wie hast du das Spiel heute gesehen?
Ja, war ganz klar verdient, muss man sagen. Also wir haben heute, glaube ich, einen rahmenschwarzen Tag erwischt und haben zu wenig investiert. Das war einfach zu wenig im gesamten Spiel. Erste Halbzeit und zweite Halbzeit und deswegen war es schon verdient. Wir haben Glück, dass wir nicht noch höher verloren. Im Hinspiel 1:1, da hast du noch den unglücklichen Pass gespielt zum Gegentor. Heute musstest du schon wieder in der Abwehr aushelfen. War das mit der ausschlaggebende Grund, dass ihr so viele Verletzte habt, dass ihr heute nicht eure Leistung abrufen konntet? Ich denke schon, dass das auch ein Punkt ist, weil wenn du nur noch 14 Leute hast und da sind 5, 6 Stammspieler, die fehlen, das macht schon was aus, aber wir haben uns trotzdem viel vorgenommen und trotzdem auch zu wenig gemacht. Also wir hätten vielleicht auch so mit einer besseren Leistung auch was holen können, aber das war einfach zu wenig. Mit deiner Leistung in der Abwehr heute zufrieden? Ja, ich habe das jetzt lange schon nicht mehr gespielt, also von daher glaube ich, kann ich mich auch noch verbessern da, aber ich denke, die nächsten Spiele spiele ich wieder auf meiner Position. Ein bisschen was zur Zukunft, deine Zukunft hier bei 09 ist auch noch unsicher. Gibt es da schon irgendwas Neues? Bisher noch nicht. Danke, Uwe. Dustin Becker, du musstest heute den Sven Forsberg vertreten, der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Jetzt habt ihr 0:2 verloren. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, das Spiel war relativ umkämpft. Wir haben die taktischen Vorgaben eigentlich gut umgesetzt und die Fortuna nicht richtig spielen lassen. Wir haben erste Halbzeit viel mit langen Bällen gespielt. Und umso ärgerlicher ist es dann, weil wir sie eigentlich so da hatten, wo wir sie haben wollen, dass wir dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch das Tor reinlassen. Wenn ehrlich ist, ihr hättet auch höher verlieren können. Du hast heute eine gute Leistung gezeigt. Siehst du das ähnlich? Ja, ich habe halt versucht, der Mannschaft zu helfen und ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen. Dustin, vielen Dank. Ja, ich bin natürlich sehr, sehr erleichtert, dass wir zum 6. Mal in Folge gewonnen haben. Ich denke, das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Serie, die wir jetzt hier gestartet haben. Der ein oder andere Punkt, zwar, das waren ja nur Gegner, die unten drin stehen. Letztlich ist es aber gerade gegen diese Gegner auch immer häufig schwierig, man hat es auch im Rahmen dieses Spiels gesehen, sich Torchancen zu erarbeiten und vor allem dann auch nach hinten hin immer sicher zu stehen und gut zu stehen, nicht zu sehr zu öffnen, um dem Gegner dann gegebenenfalls Konterchancen zu geben. Das haben wir erste Halbzeit, denke ich mal, sehr, sehr gut gemacht. Wir haben bis auf ein Zufallsprodukt nichts zugelassen. Heinrichs hat in der ersten Halbzeit so einen Querschläger in Anführungsstrichen, was noch nicht mal als, denke ich mal, bewusster Torschuss wahrzunehmen war. Ansonsten haben wir nichts zugelassen und haben nach vorne die ein oder anderen Möglichkeiten gehabt. Wir wussten, dass Standardsituationen sehr, sehr wichtig sind und haben da auch einen Fokus drauf gelegt, haben da eine Großchance durch den Fabio Montabell, der das 1-0 da schon machen muss. Und letztlich dann kurz vor der Halbzeit sicherlich in einem sehr, sehr guten zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt das 1-0. Ich habe der Mannschaft in der Kabine gesagt, dass sie Lob verdient hat für die Spieldisziplin, die sie an den Tag gelegt hat, auch die gute Ordnung. Es war schwer auf diesem Platz im Spiel nach vorne auch Qualität walten zu lassen, im Hinblick auf dieses holprige Geläuf. Der Platz war okay, aber letztlich ist er, denke ich mal, nicht im besten Zustand, um super Fußball zu spielen und deswegen war ich sehr, sehr zufrieden. Und zweite Halbzeit war klar, dass Bergisch Gladbach was tun muss und was tun wird. Und wir haben, denke ich mal, gute Kontermöglichkeiten gehabt und haben erst in der späten Phase dieses Spiels dann letztlich den entscheidenden Treffer erzielt. Wir hätten also ein oder andere Mal direkt nach der Halbzeit auch schon, wenn wir mehr Qualität im Spiel nach vorne gehabt hätten, das zweite machen können oder machen müssen. Und ich denke mal, ein verdienter Sieg. Ich bin dankbar, dass wir hier in Bergisch Gladbach endlich auch mal ein Ergebnis erzielt haben und erfolgreich gespielt haben. Ich bin stolz auf die Truppe, dass wir nach dem 1:1 im Hinspiel jetzt eben unsere Qualität und unsere Dominanz in diesem Ergebnis auch ausdrücken konnten. Und jetzt kommen wir zu entscheidenden Wochen mit ETB, mit Alemannia Aachen, mit Gegnern, die eben da vorne mitspielen. Und da wollen wir uns genauso beweisen, wie wir uns jetzt in den vergangenen letzten 6 Spielen bewiesen haben. Und ich denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Und ja, ich denke, der Lars hier in Bergisch Gladbach hat ja seinen Abschied bekannt gegeben und wird hier in den letzten paar Wochen die Truppe noch bei Laune halten und die nötigen Punkte gegen den Abstieg holen. Und Kompliment für die gute Arbeit hier und die Tatsache, dass du hier auch heute zu dem Spieltag wieder eine wirklich schlagkräftige Truppe, eine junge schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt hast
die sicherlich aus der Not geboren war und trotzdem mit einer guten Herangehensweise in diese Partie gegangen ist und das Leben wirklich schwer gemacht hat. Schönen Dank. Ja, also Glückwunsch an Mathis. Er hat die Serie ist gerissen, hat das Spiel gewonnen. Auch letztendlich zu Recht. Ich meine, wenn man im gesamten Spiel nicht einmal aufs Tor schießt, dann kann man zumindest das Spiel nicht gewinnen. Man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, das war gar nicht so die Marschroute. Wir wollen es eben, weil wir es im Hinspiel sehr, sehr defensiv angegangen sind, heute ein bisschen offensiver angehen. Man spürt natürlich, wenn man die komplette Innenverteidigung auswechselt, den Torwart auswechselt, dass man im Zentrum viele Positionen tauschen muss, dass alles einen nach hinten rutscht, dass man nicht so das Selbstbewusstsein hat, mutig nach vorne zu spielen, weil man nicht weiß, was nach hinten passiert. Wir haben dann im Prinzip Fortuna ja, bis zur 47. Minute genau da gehabt, wo wir sie haben wollten. Wir wollten sie zu langen Bällen zwingen, dass sie ihr Kombinationsspiel nicht aufziehen können, was uns in Fortuna Köln sehr, sehr beeindruckt hat. Ich denke, wir hatten sie da auch soweit. Ärgerlich ist, dass das 1-0 der Glaser ist, ein Meter im Abseits auf der Außenbahn. Das ist ärgerlich gewesen, aber das ist immer sehr nah am Linienrichter, das kann man übersehen. Es war ein gut gespielter Konter. Ich habe noch 10-mal gerufen zum Heinrich, Jürgen Lang, Jürgen Lang, Jürgen Lang, weil wir haben in der Mitte gut gestanden. Montabell wurde gedoppelt und es ging nur darum, Marvel aus dem Spiel zu nehmen und Jürgen zog dann auf einmal kurz, machte lang auf und er hat das gut gemacht. Das ist ein gutes Finish. Wir haben keinen, der im Moment so ein Finish hat, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Sind dann aus der Halbzeit gekommen, ähnlich fast parallel wie das Essen-Spiel. Es ging dann natürlich 1-0 hinten, dass man dann mutiger wird. Das hätte ich aber so oder so auch bei 0-0 als Marschroute gegeben, dass man mutiger spielen sollte. Letztendlich Ballbesitz gehabt, auch mal hier und da in des Gegners Dritte gewesen, aber wir haben keine Tiefe gehabt, keine Läufe in die Tiefe. Hofstadt, Schabani, Tomanek, die haben, waren nicht in der Lage, die Bälle zu halten oder mal ein 1 gegen 1 am Flügel zu gewinnen und das braucht man einfach. Dann fällt das, da haben sie eine Riesenchance in der 54. wo der Alex abzieht aus 8 Metern, den er das Ding gut hält. Wo man dann denkt, okay, wenn sie das Ding nicht nutzen, dann kommt man vielleicht nochmal ins Spiel zurück. Wir waren auch irgendwie im Spiel, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, der Seeler kann sein Trikot heute ungewaschen in den Karton wieder tun, in die Kiste bis Zeugwarts und dann kann er sie nächste Woche wieder rausholen. Und wenn man das letztendlich so sieht, dann kann ich dieser Mannschaft, die heute gespielt hat, keinen Vorwurf machen, weil sie sich versucht hat, teuer zu verkaufen und wahrscheinlich auch so nicht mehr zusammen spielen wird. Letztendlich hat sich dann, siehe das 2-0, der Odorogo nimmt den Volley, ist dann ein bisschen Glück dabei, ich weiß nicht, ob man auf dem Montabell spielt, wohin auch immer, aber er trifft den Ball zumindest so, dass er nicht hinten über den Zaun geht, wie das bei uns dann der Fall ist. Und somit hat man immer noch die Chance, ihn reinzudrücken, das hat er dann gemacht, da steht er da, wo ein Stürmer stehen muss. Da bin ich im Abseits übrigens. Bitte? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe das 1-0 gesagt. Meine Frage noch. Nee, ich glaube nicht. Also nee, wir hatten in der ersten Halbzeit waren, da stehen ja immer unsere ganzen Jersey und so weiter, stehen genau auf der Höhe. Und er sagt, das zweite kann ich nicht beurteilen, da haben wir auch keinen stehen. Aber ist ja auch egal, letztendlich zählt das Tor und ich glaube unterm Strich ein verdienter Sieg für die Fortuna, weiß ich dann letztendlich diese Prozente an Qualität dann im letzten Drittel durchgesetzt haben. Wir müssen jetzt sehen, Schernberg hat gewonnen gegen Felber 2-1, dass wir uns bis zur Decke strecken in den nächsten Wochen. Ballmann wird noch ausfallen, wir wissen nicht, was mit Valdivieso so ist. Dreiner muss eventuell operiert werden, also da haben wir schon noch ein paar Fragezeichen. Und deswegen müssen wir jetzt haben wir auch die Gegner, ihr spielt jetzt gegen die Oberen, wir spielen jetzt gegen die vermeintlich Unteren nach Homberg. Dann haben wir Felber, dann Rienern und Schernberg oder Schernberg und Rienern, wo für uns alle höchste Zeit wird, Punkte zu holen, damit wir ja, hier den Klassenerhalt schaffen. Ich muss sagen, es wurde ja vorher gemunkelt, wird die Mannschaft sich heute noch, wird die noch laufen oder hat das jetzt für einen Schock gewirkt für die Mannschaft oder sonst irgendwas, weil ich gesagt habe, dass im Sommer Schluss ist. Ich glaube, dass man keinem den Einsatz oder irgendeinen Nicht-Einsatz vorwerfen kann. Wir haben das getan, was wir tun können in so einer Situation. Und insofern bin ich auch froh, dass da hoffentlich für die Zukunft Ruhe herrscht.